Flüchtlinge oder besser gesagt großteils illegale Migranten protestieren gegen die menschenunwürdige Unterbringung im Bundesland Tirol. Als ich diesen Artikel heute im Kurier gelesen habe, da ist es mir vermutlich genauso gegangen wie vielen von euch. Ich habe mir gedacht, ich bin im falschen Film. So geht man also mit der Gastfreundschaft bzw. mit der aufgezwungenen Solidarität der österreichischen Steuerzahler um, die jedes Jahr unzählige Millionen Euro dafür bereitstellen, dass in unserem Land kein einziger Asylant auf der Straße schlafen muss, dass jeder genug zum Essen und zum Trinken bekommt und bestens medizinisch versorgt wird. Ein Protest illegaler Migranten gegen ihre Unterbringung ist ein Affront gegenüber allen Tirolerinnen und Tirolern, die jeden Tag arbeiten gehen, aber trotzdem ihre Heizung nicht aufdrehen und zur Mitte des Monats nicht mehr wissen, wie sie ihren Einkauf bezahlen sollen. Bitte versteht's mir nicht falsch, ich persönlich unterstütze ja die Forderung der protestierenden Asylanten nach neuen Unterkünften, am besten in Afghanistan, Syrien, Indien, Tunesien oder in einem anderen Herkunftsland. Dann müssen diese Sozialtouristen unser Österreich nicht mehr ertragen.